Hier ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich gibt's ein Problem an der Küste. Wir sind von der Flut eingeschlossen. Aber ich muss zurück, Bob. Nur so kann ich den Leuchtturm wieder zum Laufen bringen, bevor der Sturm hier ist. Ich habe eine Idee. Leo? Bob, es gibt ein kleines Problem mit dem Stromkasten hier bei uns. Das dachten wir uns. Randy kann das reparieren, aber jemand muss uns mit dem Boot abholen. Aber wer würde bei dem Wetter raussegeln? Was ist mit deinem Vater? Er hat ein Motorboot. Ja, gute Idee, Buggy. Papa! Papa! Leo? Kannst du Bob und Wendy abholen? Sie stecken oben im Leuchtturm fest. Das Boot ist noch nicht repariert, Leo. Wir sind gerade erst wieder hier. Hat ewig gedauert, die neuen Teile zu finden. Und jetzt ist der Strom ausgefallen und ich kann nicht vernünftig sehen. Meine Lichter scheinen hell. Und Rippus und Alfreds auch. Wir können sie für dich einschalten. Na super. Lass uns loslegen. Wir sehen euch noch nicht. Da sind sie ja. Ich kann nicht zu dicht an die Felsen ranfahren. Ihr müsst an Bord springen. Okay. Jetzt. Wer hätte gedacht, dass Glühbirnenwechseln so aufregend ist? Willkommen an Bord! Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld, Wendy. Aber ich helfe dir. Danke, Buggy. Team. Also fahren wir nach Hause. Oh, können wir nicht hierbleiben und uns die Blitze ansehen, Bob? Von meiner schönen, sicheren, kuscheligen Garage aus. Ja, drinnen ist es besser. Eine gute Idee, Buggy. Oh. Und Buddel hat gewonnen. Mit einem weiten Wurf. Oh, wie aufregend. Ich werde ganz rot im Gesicht. Du bist doch sowieso rot, Buddel. Gut gemacht, Buddel. Freunde, ich brauche euch jetzt alle vor Ort, bitte. Gib uns noch einen Moment, Bob. Zuerst muss ich noch einen Rekord brechen. Jetzt kommt nur noch ein Wettrennen über den Parkplatz. Sportler, startet eure Motoren. Achtung, fertig, los! Ja, genau wie Sarah sagt. Gib niemals auf. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Buggy, was hast du denn hier angestellt? Entschuldige, Bob. Ich wollte nur einen Rekord brechen, genau wie Sarah. Tja, das mit dem Brechen hast du geschafft. Oh nein, der Hindernislauf ist in einer Stunde und wir sind nicht mal mit der Seilbrücke fertig. Oh nein. Wir haben noch eine Chance, Team. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir es, das alles wieder zu reparieren. Peppo, du bist unser Gewichtheber und sorgst für die Kraft. Alles klar, Bob. Und Buddel? Deine starke Schaufel ist gefragt. Schon bereit. Was ist denn, Buggy? Ich habe alles durcheinander gebracht für den Hindernislauf. Und bei der Weltmeisterschaft war ich auch nicht gut. Und Buggy?
Ja, Bob? Du bist hier der echte Alleskönner. Ich brauche deine Schnelligkeit und deine Geschicklichkeit beim Ausgraben. Alles klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das höre ich gern, Sportsfreunde. Vergesst eines nicht, Leute. Das Wichtigste bei einem Hindernislauf ist, Spaß zu haben. Und esst euren Brokkoli. Los! Ja, komm schon, Leo! Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Rudel! Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Und hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird's verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Wir sind gleich da. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Buddel? Ja, und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg, jetzt! Fahr langsamer, Buddel, sofort! Oh, ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh je! Nanu? Oh nein, seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an. Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden. Aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hä? Und auf geht's! Doch nur. Wie groß der ist. Sind wir zum Fernsehen hier? Nein, Buddel. Mai Ling hat heute eine ganz besondere Aufgabe für uns. Das stimmt, Bob. Meine Startrampe muss fertig werden. Oh, was startet von der Rampe? Guck mal genau hin. Eine Rakete. Echte Rakete. Die saust nach oben. So. Von Hochhausen direkt ins Weltall. Stimmt genau. Mai will heute einen Rekord brechen. Ihr müsst wissen, sie hat die kleinste Rakete der Welt gebaut. Eine echte Weltraumrakete? Die will ich sehen, die will ich sehen! Die ist aber wirklich klein, Mai. Sie heißt Stella und sie ist nur 3 Meter lang. Hallo, Stella! Sie kann nicht sprechen, Buddel. Ich sag trotzdem Hallo. Wow!
eine echte Weltraumrakete. Ich habe schon immer davon geträumt, meine eigene Rakete zu starten. Und heute Nacht wird mein Traum wahr. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen echten Raketenstart sehe. Oh, ich bin so gespannt. Vorsicht! Ups. Fahr nicht so nah ran, Heppo. Stella besteht aus einer Menge hochempfindlicher Technik. Entschuldigung. Sag mal, Mai, wenn Stella gestartet ist, woher weißt du, wann sie wirklich im Weltraum ist? Ich verfolge sie mit dieser App hier, die ich gemacht habe. Ihr müsst nämlich wissen, wenn Stella 100 Kilometer hochgeflogen ist, erreicht sie die Grenze zum Weltall. Aber wie kommt Stella dann wieder hier runter? Sie fällt auf die Erde zurück, Buddel. Aber sie hat bestimmt einen Fallschirm und landet sanft. Das ist genau richtig, Wendy. Seht ihr? Aber der Himmel muss ganz klar sein für den Start. Jetzt ist er klar, aber morgen sollen dicke Wolken am Himmel sein. Darum will ich Stella unbedingt heute noch starten. Kein Problem, Mai. Das kriegen wir hin. Also, Team. Zuerst graben wir eine tiefe Grube genau hier für Stellas Abgase beim Durchstarten. Dann kommt die Startrampe obendrauf mit einem Stahlturm, der Stella aufrecht und startbereit hält. Der ganze Bereich hier wird betoniert. Und das Metall der Startrampe wird mit Wasserstrahlen gekühlt, wenn Stella abhebt. Habt ihr verstanden? Oh. Heppo, hast du zugehört? Ja. Ja, Bob. Beton, Wasser, abheben. Und du hast dabei die wichtigste Aufgabe, Stella in Position zu bringen. Oh, ich darf Stella auf die Startrampe heben. Heppo! Ups, Entschuldigung, Mai. Ich verspreche dir, ich werde sehr vorsichtig sein. Keine Sorge, Stella, ich mache dich bereit für den Abflug. Sie kann doch nicht sprechen, Heppo. Stella darf nichts passieren, klar? Ich pass gut auf sie auf, Mai. Was? Ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet! Aber natürlich! Natürlich was? Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja, fantastisch, fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar! Und jetzt? Oscar? Sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oscar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber... das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oscar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen. Oh.
13, 14, oh. 101, 102, 104. Oh, wie geht's? Ich habe euch ja gar nicht gesehen. Netter Versuch, Paps. Bob, wieso benehmen sich heute alle so komisch? Die Leute bereiten sich auf den Hindernislauf heute Nachmittag vor. Ein Hindernislauf? Ha, da bleibe ich doch lieber gemütlich zu Hause. Aber Laufen macht Spaß. Und es ist außerdem gut für die Gesundheit. Die Teilnehmer werden durch den Fitnesspark laufen, den wir diese Woche gebaut haben. Das klingt wirklich nach Spaß. Da wären wir gern dabei. Naja, eigentlich sind wir dabei. Wir müssen ja noch die letzten Hindernisse für den Fitnesspark aufbauen. Die Strickleiter, die Kletterwand und eine Seilbrücke. Ja! Hallo, Team Bob. Freut ihr euch auch schon alle, dass der Fitnesspark endlich fertig wird? Ja! Ja! Das höre ich gern, Sportsfreunde. Wow! Sarah Zappel. Sie ist die beste Sportlerin von Hochhausen und sogar Weltmeisterin. Sarah organisiert den Hindernislauf. Sag mal, Sarah, wie hast du es geschafft, den Weltrekord zu brechen im Laufen, Schwimmen und sogar im Eierlauf? Niemals aufgeben! Und schön viel Obst und Gemüse essen. Ich bin ein großer Fan von Brokkoli zum Frühstück. Brokkoli zum Frühstück? Bob, gibt's bei uns morgen Brokkoli? Nein, Buggy, denk mal nach. Du bist doch ein Fahrzeug. Deine Diät heißt Diesel. Ah, da ist was dran. Also auf geht's, Freunde. Wir müssen den Fitnesspark fertig bauen. Ihr habt's gehört. Dann legt mal los, Team Bob. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Das Rennen startet hier bei der Seebrücke und endet drüben beim Parkplatz. Wir bauen an der Strandmauer entlang die Plätze für die Zuschauer. Juhu! Cool! Ich liebe den Strand! Ich auch! Juhu! Und der Turm für die Berichterstattung und die Siegertribüne kommen dort drüben hin. Dann haben wir alles. Gibt's noch Fragen? Ja. Was wird genau gebaut? Das wird eine Motocross-Rennstrecke. Für ein Motorradrennen mit extra vielen Hindernissen, die wir hier am Strand aus Sand bauen werden. Oh, wow. Da würde ich gern mitfahren. Ich auch. Ich wette, ich bin der Schnellste. Tut mir leid, Freunde. Das ist nur für Motorräder. Oh. Ihr dürft aber gern zuschauen. Eigentlich hätte ich auch Lust, bei dem Rennen mitzumachen. Oh, du kannst gern mitfahren. Vielleicht mache ich das. Aber zuerst müssen wir jetzt die Strecke bauen, sonst gibt es kein Rennen. Also, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Gut gemacht, Team. Ich würde da so gern mitfahren. Ich auch. Und darum werde ich's einfach machen. Joho! Toll, Bob! Mein Vater macht dir sicher dein altes Motorrad fertig. Das ist nicht alt, das ist super cool. Und ihr könnt mich anfeuern, das macht doch auch Spaß. Auf jeden Fall! Machen wir, Bob! Du bist doch auch dabei, Wendy? Das werde ich bestimmt nicht verpassen, Bob. Es ist toll in Schuss, du hast es gut gepflegt, Bob. Na klar. Du fährst also bei dem Rennen morgen mit? Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, aber es macht sicher Spaß. Solange mein Motorrad die Runden schafft, bin ich zufrieden. Das Ding musste eh gerade ab. Ich freue mich auf das Rennen morgen. Ein geheimnisvoller Teilnehmer nennt sich der maskierte Superfahrer. Oh, wirklich? Ich frage mich, wer das ist. Oh, hallo Bob. Wie steht's mit deinem Motorrad? Sehr gut. Ich freue mich schon riesig auf das Rennen und auf den maskierten Superfahrer. Der maskierte Superfahrer? Ist das ein Superheld? Nein, Buddel. Nur ein Teilnehmer beim Rennen. Leo, das kitzelt! Warum trägt er dann eine Maske? Bestimmt will er sein Gesicht verstecken, weil keiner erkennen soll, wer er ist, Buddel. Der kann nicht besonders gut sein. Den schlägst du mit links, Bob. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt ins Ziel... Hast du eine offizielle Wettervorhersage für heute, Bob?
Schließlich können Wind oder Regen die Skulpturen zerstören. Ich kann mich sehr gerne... Darf ich das machen, Bob? Ich habe eine neue Wetter-App auf meinem Handy. Klar kannst du das, Leo. Dann bist du jetzt offiziell unser Wetterfrosch. Und wie sieht das Wetter für heute aus, junger Mann? Also die App sagt, das Wetter in Hochhausen ist heute wunderbar. Klasse. Aber beobachte das Wetter weiter, falls es sich ändert. Klar, Bob. Willkommen, liebe Teilnehmer, zum Strandskulpturenwettbewerb. Das Thema in diesem Jahr lautet auf dem Meeresgrund. Ach, ich bin so gespannt auf eure Kunstwerke. Und los geht's, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ja! Dort drüben können Sie Ihre Hände waschen, Frau Bürgermeisterin. Ah, na los! Das scheint Spaß zu machen. Was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Nein, mein Ring! Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn finden, Herr Brauer. Oh. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen. Wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinem was ausmacht. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring. Das tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge. Ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Wir haben so langsam doch wirklich alles durchsucht. Meinetwegen werden die Sportys Hochhausen enttäuscht. Ich rufe jetzt lieber Bob an und sag ihm, dass wir nichts finden können. Oh. Oh nein, jetzt ist mein Handy auch noch weg. Ich weiß genau, dass ich es auf den Karton mit den Figuren gelegt habe. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, da lag nichts drauf. Bist du sicher, Leo? Ja, der Deckel war nicht ganz zu. Warte mal. Denkst du, was ich denke? Ja! Was denkt ihr? Es ist nur eine Vermutung, aber einen Versuch wert. Was ist einen Versuch wert? Es könnte sein, dass mein Handy in den Karton reingefallen ist. Okay. Ich hab's! Ja! Ja! Oh, jetzt versteh ich's endlich. Buddel, ich hab hier eine ziemlich eilige Lieferung. Gut gemacht, Leo. Und ab die Post! Wir haben den Karton! Jetzt heißt es Gas geben, Freunde. Es ist nicht mehr lange bis 4 Uhr. Und ich habe jemandem versprochen, dass die Uhr bis dahin fertig ist.
Es ist 4 Uhr. Jetzt kommen die Prinzen und Prinzessinnen raus. Weiß jeder in Hochhausen, wer die tolle neue Uhr entworfen hat. Hä? Wendy, ist das Absicht, dass die Uhr so komisch klingelt? Was will denn die Küstenwache von Bob? Der Bauheimer Leuchtturm wurde letzte Nacht vom Blitz getroffen. Das Licht ist kaputt und muss repariert werden. Oh nein, wenn der Leuchtturm nicht leuchtet, werden die Schiffe nicht gewarnt und könnten gegen die Felsen stoßen. Deshalb fragt die Küstenwache uns, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir sind auf dem Weg. Hallo, Charlie. Gibt's ein Problem? Die Bootstower haben sich beim Sturm gelöst. Das Boot ist beschädigt und der Motor ist hinüber. Das ist aber sehr ärgerlich. Ach, keine große Sache. Wir reparieren alles und dann gibt's einen neuen Motor. Alfred, wir müssen los und die Ersatzteile besorgen. Wir sehen uns später. Ich finde, der Leuchtturm sieht doch gut aus. Ja, es ist alles in Ordnung, von außen jedenfalls. Siehst du die Metallspitze da oben? Das ist ein Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz durch den Leuchtturm durchgeht, ohne einen größeren Schaden am Gebäude anzurichten. Aber er verhindert nicht, dass der Blitz die Lichtanlage zerstört. Da ist der nächste Sturm. Wir müssen dafür sorgen, dass das Licht wieder funktioniert, bevor es dunkel wird. Die Lampe, das Glasgehäuse und die Sicherungen müssen ausgetauscht werden. Und die Kabel sind auch durchgebrannt, seht nur. Was bedeutet das? Wir müssen auch ein neues Stromkabel verlegen, und zwar den ganzen Weg von Bauheim hierher. Das heißt, wir müssen das alte ausgraben. Das ist etwas für dich, Buggy. Cool, ich kann im Sand spielen. Ich meine das Kabel ausgraben. Das Stromkabel muss irgendwo hier verlegt worden sein. Ja, da ist es. Du musst vorsichtig entlang dieser Linie graben, Buggy, und dann folgst du dem Kabel. Alles klar, Wendy. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Das wird der beste Tag überhaupt. Kommt und lernt uns alle kennen. Es ziehen sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Heute bauen wir einen Strand, Freunde. Und hier ist der perfekte Platz dafür. Einen Strand? Hier? Aber Bob, gehört dein Strand nicht eigentlich ans Meer? Und haben Strände nicht auch Sand? Ja, da habt ihr beide recht, aber Hochhausen bekommt einen Stadtstrand mit Sand direkt vom Meer. Die Leute können also den ganzen Sommer herkommen und eine Pause am Strand machen, um das schöne Wetter zu genießen. Oh, dann können sie sich in der Sonne Sonnen- und Strandspiele machen? Das stimmt, Heppo. Genau wie an jedem anderen Strand. Nein, nicht wie an jedem anderen Strand. Unser Stadtstrand wird ein Nummer-1-Strand. Ein Nummer-1-Strand, Herr Brauer? Nummer-1-Strände sind besser als normale Strände. Die sind sauber und sicher für die Kinder zum Spielen. Kein Dreck, kein Durcheinander, nirgendwo Müll. Keine Sorge, Herr Brauer. Wir hinterlassen immer alles sauber und sicher, wenn wir fertig sind. Das höre ich gern, Bob. Später kommt ein Prüfer, dann muss ja alles ordentlich und blitzeblank sein. Halt, Herr Brauer, das brauche ich noch. Tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Nur ein winziges Stück Müll kostet uns vielleicht die Auszeichnung. Oh, Herr Brauer, dort drüben haben Sie etwas übersehen. Oh. Sehen Sie selbst. Oh nein. Also, Team, bauen wir den ersten Nummer-1-Stadtstrand.
Ja, gut so, Heppo. Ist das auch genau die richtige Position, Bob? Ich will, dass alles ordentlich ist. Das ist punktgenau, Heppo. Mach weiter. Und du bist ganz sicher, nach dem, was Herr Brauer gesagt hat? Hey, Buddel! Pass doch auf! Wir müssen den Strand blitzsauber halten und du verstreust deinen Sand überall. Ups, Entschuldigung. Ist schon okay, Buddel. Aber alles muss dahin, wo es hingehört. Wenn nicht alles ordentlich ist, wird der Strand kein Nummer-1-Strand. Wir haben noch jede Menge Zeit fürs Aufräumen, bis der Prüfer da ist. Aber zuerst müssen wir den Strand bauen. Okay, Team, auf geht's! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Einmal Sonnengelb und einmal Meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Jiha! Schneller, Heppo! Galopp, galopp! Leo, ich bin ein Kran, kein Rennpferd. Dann galoppier mal in den höchsten Gang. Hallo, Henry, da sind wir. Hallihallo, ihr Pferde. Jockeys, bitte absteigen. Das heißt, spring runter, Leo. Ich bin kein Jockey. Ich bin ein Cowboy. Wuhu! Naja, wir sind doch nicht hier, um Cowboy zu spielen. Leo, du hast wohl vergessen, dass wir hier sind, um zusätzliche Ställe für die Pferde zu bauen. Das sind nicht irgendwelche Pferde, Bob. Das sind Vollblut-Rennpferde. Sie sind besonders schnell und auch besonders nervös. Es ist sehr schwierig, sie jeden Morgen einzufangen. Also bitte verschreckt sie nicht wieder, ja? Kann man diesen Krach bitte abstellen? Nun, das geht leider nicht. Aber ich will auf meinem Gelände kein Beep-Beep hören. Nur Klipp-Klapp. So, jetzt sind die Bretter hier und wir können anfangen. Keine Sorge, der Stall wird in 0, nichts fertig sein. Gut, das Hochhausenrennen ist bereits morgen. Und es ist absolut wichtig, dass die Pferde gut schlafen vor dem großen Rennen. Auf geht's, Team. Dann lasst uns anfangen. Leo, du lädst von Schleppo die Bretter für den Stall ab. Schon dabei! Buggy und Heppo, ihr beide haltet die Bretter in Position, während Wendy und ich sie zusammenbauen. Buddel, du verteilst die Strohballen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Juhu! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht und tat. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Du kannst fahren, Schleppo. Dieses Gelände ist nicht groß genug für uns beide. Alles klar, Leo. Dann verdrücke ich mich mal und roll die Straße runter. Und los. Danke, Schleppo. Ist mir eine Freude. Und vergiss nicht, fahr vorwärts. Und erschrick nicht die Pferde mit deinem Piep-Piep. Leise, ganz leise. Nach Plan, Bob. Glaubst du, dass wir rechtzeitig fertig werden? Natürlich werden wir rechtzeitig fertig. Ja, der neue Teil des Naturkundemuseums wird fertig sein, wenn Bürgermeisterin Baugruß heute Nachmittag hierher kommt. Bob, warum nennt man es eigentlich Naturkundemuseum? Tja, Buddel, weil es eine Sammlung von Dingen ist, die du nur in der Natur findest. Wie Tiere und Blumen. Einige stammen aus früheren Zeiten. Wie Dinosaurier. Dinosaurier! Ich liebe Dinosaurier! Ja, deshalb sind die Türen auch so hoch, damit wir das Dinosaurier-Skelett hineinbekommen. Ein Dinosaurier-Skelett? Oh, cool! Herr Brauer hat alles genau abgemessen.
Das Skelett müsste ohne Probleme hier durchpassen. Oh, ich kann's nicht erwarten. Okay, Heppo. Dann setzen wir jetzt die Türen ein. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft es laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft es laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Die Türgriffe. Wie bitte? Die Türgriffe. Ich habe die Türgriffe in der Werkstatt vergessen. Ich muss zurück und sie holen. Kein Problem. Du hast genug Zeit. Wir sind fast fertig. Du hast recht. Buddel kann mich hinfahren. Du machst hier weiter. Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig. Sehr gut. Ich bin bald zurück. Ein echtes Dinosaurier-Skelett. Ich kann's nicht erwarten. Es dauert nur eine Minute. Türknäufe, Türklopfer, Türschilder, Türgriffe. Hä? Was ist da los? Oh, das mag ich nicht. Da wird mir schwindelig. Oscar, hör auf damit. Ich weiß nicht, was du hier machst, Oscar, aber ich habe keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Was willst du jetzt machen? Du kannst ihn nicht mit Kuschel hier lassen. Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen. Dort liefere ich die Türgriffe ab und dann bringe ich ihn nach Hause. Seid ihr bereit, Hochhausens neue Fußgängerbrücke fertig zu bauen? Klar, ich bin bereit. Also, der erste Teil ist ja schon fertig. Wir haben das Fundament gelegt und die Pfeiler gebaut, die das Fundament von unten stützen. Als nächstes bauen wir den oberen Stützpfeiler. Den nennt man Pylon. Dann setzen wir die Bodenplatten der Brücke ein. Und damit alles hält, spannen wir Stahlseile zwischen dem Stützpfeiler und den Brückenteilen. Bis Montagmorgen muss die Brücke fertig sein, denn dann wollen die Schulkinder sie nutzen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Wieso steht ihr beiden so nah am Wasser? Also, ich hätte Angst, nass zu werden. Leo sagt, es gibt Fische in unserem Fluss. Ich glaube ihm nicht. Doch, es stimmt. Genau an dieser Stelle habe ich einen riesigen Fisch rausgefischt. Einen riesigen Fisch? Jep, mit einem super großen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Lasst uns lieber zurückkehren zur Brücke. Bob und Wendy sind sicher mit dem Anstreichen fertig. Bob! Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Was machen Sie denn da mit dem Messrad? Morgen ist der berühmte Hochhausener Streckenlauf. Deshalb messe ich den Weg ab. Was ist denn ein Streckenlauf? Das ist ein Wettlauf, der eine ganz bestimmte Länge hat. Der Hochhausener Lauf ist genau 15 Kilometer lang. Das bedeutet, die Ziellinie ist noch 15 Meter von dieser Markierung hier entfernt. Also im Fluss? Nein, Leo, auf der Brücke. Bürgermeisterin Baugroß will, dass die Ziellinie auf der neuen Brücke ist. Aber das Rennen ist doch morgen früh. Da ist die Brücke noch nicht fertig. Die Brücke muss fertig sein, Wendy. Sonst müssen die Läufer plötzlich aufhören zu laufen und anfangen zu schwimmen.
Wenn wir uns beeilen, müsste es noch rechtzeitig klappen. Sehr schön. Die Bürgermeisterin wünscht nämlich, dass der Gewinner die Brücke feierlich eröffnet. Gute Arbeit, Team. Was hältst du von unserem neuen Bergbuggy? Viel größer und besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Du bist einfach klasse. Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen. Oh, Bob, das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Diese Kiste ist ja riesengroß. Da muss ein großer wilder Bär drin sein. Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig. Wir werden ja sehen. Hebst du ihn in sein Gehege, Ebbo? Klaro, Bob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er. Ich war ganz sicher, dass ein ausgewachsener Bär zu uns kommen sollte. Oh, fantastisch. Ich wusste nicht, dass wir zwei Bären kriegen. Eine Mutter und ihr Junges. Oh. Es ist gut, dass wir den Berg größer gebaut haben, nicht wahr, Buggy? Das war eine tolle Idee von dir. Oh, es gefällt ihnen. Ich weiß, wie ich den Berg nennen werde. Buggys Gipfel. Ach, wirklich? Wow, ein Berg ist nach mir benannt worden. Oh, ich hätte auch gern einen Berg, der so heißt wie ich. Ein Berg mit meinem Namen fände ich auch toll. Bob? Nein, Freunde, nicht noch ein Berg. Niemals.